Willkommen in der OpenOLAD Academy zum Thema Fragen und Testerstellung. Im Folgenden zeigen wir Ihnen, wo und wie Sie als Teilnehmer eines OpenOLAD-Kurses Ihre Testergebnisse sehen. Um zu erfahren, wie Sie als Teilnehmer eines OpenOLAD-Tests abgeschnitten haben, gibt es grundsätzlich zwei Wege. Sie können per Mail benachrichtigt werden, automatisch oder von Ihrem Betreuer, oder Sie schauen selbst nach. Nachfolgend zeigen wir Ihnen, wo Sie selbst nachschauen können. Wenn Sie als Teilnehmer einen Testkursbaustein im Menü anwählen, kann er verschiedene Zustände haben. Er kann auch gesperrt sein, weil Sie vorher noch andere Kursbausteine abarbeiten müssen. Er ist zugänglich, aber der Test ist noch nicht von Ihnen bearbeitet. Der Test wurde von Ihnen bearbeitet, ist aber noch nicht korrigiert und bewertet. Oder es liegt bereits eine Auswertung vor, entweder automatisch erstellt oder durch einen Betreuer. In der Regel wird durch eine Punkteschwelle bestimmt, ob ein Test bestanden ist. Der Betreuer kann aber jederzeit manuell eingreifen. Als Teilnehmer eines Kurses mit Lernpfad sehen Sie in der Kopfzeile das Lernpfad-Icon. Ein Klick darauf verschafft Ihnen einen Überblick über das, was Sie bereits erledigt haben und was im Kurs noch bearbeitet werden muss. Hier finden Sie auch Angaben zum Stand und Ergebnis von Testkursbausteinen dieses Kurses. Das Icon zur Anzeige Ihrer Leistungsnachweise finden Sie entweder in der Kopfzeile oder in Ihrem persönlichen Menü. Leistungsnachweise sind Bestätigungen einer erfolgten Leistungskontrolle und zeigen absolvierte Tests oder abgegebene und bewertete Aufgaben an, also noch mehr als nur erfolgreich absolvierte Tests. Wenn es nur um den aktuellen Kurs geht, finden Sie auch im Dropdown-Menü Mein Kurs Ihre Leistungsnachweise. Damit die Leistungsnachweise angezeigt werden, müssen die aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sein. Zertifikate öffnet sich übrigens immer in einem neuen Fenster, das sich auch als Druckformat eignet. Zertifikate kann es für erfolgreiche Leistungsnachweise geben. Falls für einen Kurs ein Zertifikat ausgestellt wurde, finden Sie es ebenfalls unter Leistungsnachweis zum Herunterladen. Bei automatisch ausgestellten Zertifikaten nach erfolgreichem Abschluss eines Kurses erhalten Sie eine automatisch generierte Benachrichtigung per E-Mail. Um eine Selbsteinschätzung der eigenen Testergebnisse zu ermöglichen, kann der Kursautor auf der Resultatseite verschiedene Informationen zu den Ergebnissen der anderen Testabsolventen anzeigen lassen. Das kann eine Liste der 10 Besten sein, ein Siegertreppchen mit den 3 Besten, ein Histogramm, um die Bestmarke zu erfahren. Was angezeigt wird, liegt im Ermessen des Kursautors. Wenn für Ihre Lernplattform ein digitales Zertifikat vorhanden ist, kann gegebenenfalls eine Testquittung als XML heruntergeladen werden. Diese Quittung gilt als rechtssicherer Nachweis, dass Sie die Prüfung gemacht haben.